Ad Astra, zu den Sternen. Seid gegrüßt, Bürger der Sterne. Ich möchte heute im Arena Commander etwas ausprobieren. Und zwar das Rollen. Ich habe bisher, ach, bevor ich weiterrede, muss ich mich erstmal darauf konzentrieren, was ich hier einzustellen habe. Erstmal gehe ich auf Offline, dann klicke ich da drauf und suche mir den Free Flight, weil ich nicht kämpfen will. Ich will erstmal meine Ruhe haben. Free Flight. Dann suche ich mir ein Schiff aus. Ich möchte jetzt nicht mit der Vulture. Ich habe doch dieses außerirdische Schiff, glaube ich. Ja, die probiere ich einfach mal aus. Oder nicht? Habe ich noch eine? Nein, ich probiere die aus. Ich custom, also passe die nicht irgendwie an, sondern wähle die jetzt einfach aus. Und dann habe ich alles. Kann ich irgendwo vielleicht Anymap? Nein, ich will nicht Anymap. Oh, jetzt weiß ich nicht, welche das alles sind. Ich mag etwas mit Bloodshot Rich. Ich mag etwas, vielleicht ist da Boden dabei. Ich probiere das mal aus, dass ich etwas bodennah fliege, um da ein bisschen das Gefühl zu, besser das Gefühl zu kriegen für die Manövrierfähigkeit. Was ich ausprobieren möchte. Na, das war jetzt nicht so ideal. Jetzt bin ich da. Ja, genau. Jetzt bin ich da. Ich fliege erstmal gemütlich los. Ich möchte probieren das Rollen. Das Rollen ist ja diese Bewegung um die Z-Achse. Und die kann man ja mit dem Joystick auf zweierlei Arten steuern. Also ich fliege mit einem HOTAS-System, also auf einer Seite Throttle für Schub und Gegenschub. Und auf der anderen Seite mit dem normalen Joystick für hoch und runter bewege ich den Joystick jetzt rückwärts. Und jetzt drücke ich und fliege nach unten. Und bisher fliege ich eine Kurve, also nach links und rechts, indem ich den Joystick nach links bewege und nach rechts bewege. Und Rollen findet bei mir über die Z-Achse statt und da bewege ich den Joystick in seiner Hochachse. Es gibt jetzt auch eine andere Möglichkeit, das zu machen. Ach ja, bevor ich darauf eingehe, das hat was ein bisschen was mit Flugphysik zu tun. Wenn ich jetzt schnell fliege und dann das Schiff nach rechts bewegen will, dann ist das so relativ langsam. Dafür muss man im richtigen Jägerflug halt das Rollen einsetzen und dann gleichzeitig. So ist das schneller, also dass ich eigentlich fast hochfliege, obwohl ich nach rechts will. Ist natürlich alles Übungssache. Ich bin nicht so geübt und ich fliege jetzt auch recht langsam. Wie viel habe ich eigentlich? Full Speed? Ja, auf 200 habe ich das eingestellt. Gut. Und das kann man sich natürlich umlegen, weil ich finde, ich habe das bisher immer so gehabt, dass auf der Z-Achse vom Joystick das Rollen ist. Und mir ist irgendwie aufgefallen, dass ich immer, wenn ich links-rechts fliege, nur den Joystick bewege und nicht die Z-Achse. Also den Joystick bewege ich immer. Aber dass ich den Joystick nur nach links und rechts bewege und nicht die volle Power dann oder die volle Manövrierfähigkeit ausnutze, indem ich auch gleichzeitig rolle. Und da möchte ich jetzt einfach mal ausprobieren, wie das ist, wenn man die Achsen tauscht. Und dafür gehe ich mit Escape in das Optionsmenü, dann auf
Keybindings, schalte hier um auf Joy. Nein, das ist noch viel zu früh. Ich muss erst auf Advanced gehen. Und dann, ja, das bleibt stehen. Gut. Vorher speichere ich mir das nochmal ab. Das System, was ich jetzt, also das, was ich jetzt gerade eingestellt habe, speichere ich einfach vorsichtshalber mal ab. Falls ich wieder zurück will, wer weiß, was ich sonst noch verstelle. Und jetzt gehe ich in Flight Movement und das Yaw, also das links und rechts, was bisher auf der X-Achse ist, lege ich jetzt auf die Y, auf die Z-Achse. Macht er, er fragt mich, ob das okay ist. Ja, ich muss natürlich dann das Rollen auf die X-Achse legen. Yes. Ich hoffe, da sind keine, nein, glaube ich nicht, da sind keine Umkehrung, also keine Inversion dabei. Inversion, gut. Das speichere ich mir jetzt nicht ab. Jetzt habe ich das umgestellt. Wenn ich jetzt den Joystick nach links und rechts bewege, rolle ich. Schon ein bisschen ungewohnt, allein schon so vom Angucken. Und wenn ich den Joystick jetzt drehe, auf der Z-Achse, bewegt sich der Flieger nach links und rechts. Und jetzt probiere ich das mal im Flug aus. Und schon funktioniert es nicht, weil ich noch so, oh, weil ich noch so gewohnt bin an das andere System. Das ist schon gruselig. Ich fliege noch nicht mal vorwärts, es ist nur am Stand. Jetzt fliege ich ein bisschen vorwärts. Oh, ist das schwer. Ich hatte da irgendwo. Irgendwo gab es doch diese Station. Da ist die Station. Jetzt manövriere ich mal ein bisschen. Da bringe ich jeden Gegner mit durcheinander, wenn ich so fliege. Und vor allen Dingen mich. Die Station da. Mit rechts habe ich ein Problem. Da muss ich mal ein paar Rennen fliegen. Das hat jetzt gut funktioniert. Das wollte ich sogar. Das wollte mein Geist und meine Hand hat es gemacht. Das wollte mein Geist auch gerade. Und das auch. Oh, geschafft. Es ist doch gut, dass ich nicht irgendwo auf einer Planetenoberfläche bin. Und wieder zurück. War die Station? Da. Fast gut. Das ist noch arg zitterig. Drehe ich mich auch richtig? Wenn ich jetzt mit der nach rechts bewege, fliege ich nach rechts, nach links, nach links. Wenn ich den Joystick nach links bewege, dreht er sich dahin, ja. Die Korrektur funktioniert noch nicht so richtig. Ich glaube, das fühlt sich eleganter an. Also jetzt nicht das, was ich hier veranstalte, sondern einfach vom Steuern her.
wenn ich mir das im Gefecht vorstelle. Ich habe die Station sogar da im Visier. Was passiert, wenn ich mich umdrücke? Ja. Das war auch keine Station. Dann machen wir erstmal. Hey! Und rechts vorbei. Ja, schon falsch. Aber das war jetzt gut. Weg. Und jetzt. Mit Straff muss ich so. Nein, dann drehe ich mich. Ich muss Z-Achse. Ja. Nicht drehen mit der Z-Achse. Drei Achsen schaffe ich nicht. Oh, doch, schaffe ich doch. Nein, das ist wieder falsch. Was ist das? Schauen wir mal, ob wir da vorbeikommen. Oh, nein, so war das jetzt nicht gedacht. Die Station ist in die Richtung. Ja. Es kommt. Es kommt. Irgendwie gewöhnt sich mein Hirn daran. Jetzt so ausweichen. Genau. Und jetzt hier einfach rumfliegen. Nein, ich nehme das nächste Ziel. Das klappt noch nicht so ganz. Oh. Jetzt habe ich mich gerade so ein bisschen auf rechts eingespielt. Ich wollte kein Rotierkönig werden hier. Das muss ich ausprobieren. Also ich werde jetzt für die nächste Zeit tatsächlich mal diese Einstellung lassen, dass ich also das Drehen, das Yaw, auf die Z-Achse gelegt lasse. Also links Z-Achse drehen nach links, rechts Z-Achse drehen nach rechts. Ich gehe mal in die Außenansicht. Die ist nicht so gut, glaube ich. Habe ich noch nichts konfiguriert. Dann schwingen wir mal einfach. Ach, das muss ich ja erstmal gucken, wie das Schiff. Das ist ja auch ein bisschen. Ich habe das Fahrwerk noch nicht eingefahren. Oder doch, oder nicht? Nein, jetzt habe ich Fahrwerk ausgefahren. Jetzt fahre ich das Fahrwerk wieder ein. Und ein wenig rausscrollen. Das ist jetzt natürlich ein relativ symmetrisches Schiff. Da fällt das mit dem Zeug alles nicht auf. Das ist Rollen. Und das ist Drehen. Da ist ja Ansichtspunkt jetzt natürlich blöd, glaube ich. Da gehen wir mal nach vorne. Nein, ich gehe nach hinten. Bin ich hinten? Ja, ich bin hinten. Das ist jetzt Drehen. Nach links drehen. Mit der Z-Achse. Und Rollen mit der X-Achse. Das lasse ich jetzt mal so eingestellt. Und das werde ich jetzt mal ein wenig üben. In den nächsten Flügen, die ich so mache, mal sehen, in wie viel Schiffe ich da so reinknalle dann. Oder in welche Hangartore. Aber ausprobieren. Auf bald, Bürger der Sterne. Zu den Sternen. Ad Astra.